Yo Leute, herzlich willkommen zum Matchday bzw. zur Zusammenfassung vom 19. Spieltag der OSM Brezel Empire League. Ja, herzlich willkommen an Spieler 333. Ja, er hat eigentlich einen längeren Namen in OSM, aber wir nennen ihn mal Spieler 333 und ja, wir nennen ihn Spieler 333. Er hat heute sein erstes Spiel, sogar eigentlich war es ja gestern. Aber an diesem Spieltag am 19. hatte er sein erstes Spiel direkt gegen mich, gegen den Turnierveranstalter, was wir uns natürlich reinziehen werden. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich musste ein paar Spieler schonen, weil ich ja heute am 20. Spieltag gegen Bayern spiele und genau, ich ein paar Spieler schonen musste. Wir werden uns das Match gegen Hoffenheim reinziehen. Ich habe mir auch im Vorjahr hinaus nicht so viel erhofft. Aber gut, ihr seht es ja selbst. Lasst uns beginnen. Ja, das erste Match. Hoffenheim gegen Union. Genau, hier ist der volle Name von Spieler 333. Jetzt wisst ihr, warum ich ihn nicht einblende. Ja, mein Messi. Da steht, dass der eine 100er Gesamtstärke hat. Die hat er allerdings erst nach dem Spiel erreicht. Also als das Spiel war, hatte er noch 99er. Genau. Ja, also im Sturm blieb alles gleich, deswegen fiel auch direkt das 1-0 in der 20. Dann aber im Mittelfeld in der Verteidigung und generell die Formation, die wurde geändert. Trotzdem überraschendes 1-0 für mich zur Halbzeit. Das Hinspiel hatte ich auch 3-1 gewonnen. Hoffenheim kam aber schnell zurück. 52. Minute 1-1 durch Ziyech oder Ziyech, wie auch immer. Ja, Stiller macht eine Vorlage, der dann eine Viertelstunde später selber ein Tor macht, durch die Vorlage von Origi. Ja, 2-1, Hoffenheim dreht das Spiel und gewinnt am Ende sogar 2-1 gegen meine Eisernen. GG an Spieler 333 und wir machen weiter mit den anderen Ergebnissen. Oh, 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 bei Leipzig sieht es gar nicht gut aus. Sie verlieren 1-4 gegen Augsburg. Bayern patzt auch gegen Bochum. 1-0. Stuttgart verliert 0-1 gegen Frankfurt. Köln gewinnt sensationell 4-0 gegen Fürth. Dortmund gewinnt 1-0 gegen Bielefeld. Leverkusen gewinnt 1-0 gegen Freiburg. Revanche, das Hinspiel hatten sie ja verloren. Gladbach gewinnt 2-0 gegen Hertha. Wolfsburg gewinnt 1-0 gegen Mainz. Und ja, das waren die anderen Ergebnisse. War jetzt bis auf das 4-0 von Köln gegen Fürth, waren das eher knappe Spiele. Vielleicht wird es ja am nächsten Spieltag besser. Ja Leute, hier ist noch die aktuelle Tabelle. Gladbach mit 3 Punkten Vorsprung. Erster, weil Bayern verloren hat. Frankfurt ist wieder Zweiter. Die waren ja jetzt Dritter. Bayern ist ja an denen vorbeigezogen, aber jetzt ist Bayern wieder Dritter. Ja, erste Niederlage, also jetzt hat keine Mannschaft in der OSM Brezel Empire League 0 Niederlagen. Jetzt hat auch Bayern die erste kassiert gegen Bochum. In echt haben sie auch in Bochum verloren. Allerdings ein bisschen höher. Ja gut. Ja, mehr gibt's auch nicht zu sagen. Es ist zwar unglaublich, aber wahr. Der 20. Spieltag der OSM Brezel Empire League steht heute an mit dem El Plastico Leipzig gegen Wolfsburg und natürlich auch mit einem anderen Kommerzduell Leverkusen gegen Hoffenheim. Obwohl, nee, Leverkusen ist nicht so Kommerz, die sind, haben auch Tradition. Aber gut. Aber mein Duell gegen Bayern ist immer noch das Beste. Ja,